bestimme die Gewichtskraft von einem Blatt Walzblei, das zum Beispiel beim Einfassen von Schornsteinen verwendet wird, wenn der Klempner davon bei einer Dicke von 1,5 mm insgesamt 4 Quadratmeter benötigt. Hier ein Modell von einem solchen Bleiblatt. Durch die Angaben wissen wir, dass der Flächeninhalt A 4 Quadratmeter beträgt und dass diese Höhe H 1,5 mm beträgt und diese Höhe drücken wir sofort in Meter aus. Um die Aufgabe zu lösen, brauchen wir noch die Dichte vom Blei. Und diese Dichte entnehmen wir dieser Tabelle. Die Dichte von Blei beträgt 11.300 Kilogramm pro Kubikmeter. Jetzt haben wir alle Angaben, um das Gewicht von diesem Bleiblatt herauszufinden. Und wir drücken dieses Gewicht natürlich in Newton aus. Um dieses Gewicht herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln und als Wert für klein g nehmen wir 9,81 Newton pro Kilogramm. Zuerst rechnen wir das Volumen von diesem Bleiblatt. Dieser Rauminhalt wird natürlich berechnet durch a mal h. Und so finden wir als Volumen vom Bleiblatt 0,006 Kubikmeter. Jetzt schreiben wir diese Formel nach m um. M ist also Rho mal V. Und dann ersetzen wir Rho durch 11.300 und V durch 0,006. So erhalten wir als Masse von diesem Bleiblatt 67,8 Kilogramm. Jetzt nutzen wir diese Formel, in der wir klein m ersetzen durch 67,8 und klein g ersetzen durch 9,81. Und somit finden wir als Gewicht von diesem Bleiblatt 665,12 Newton. Die Endantwort auf diese Aufgabe lautet also, das Gewicht von diesem Bleiblatt beträgt ungefähr 665,12 Newton.